Mein Projekt ist die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, dass man das mal anders darstellt, nicht nur immer Nummern aufzählen und Daten, sondern Weltgeschichte durch Gedichte. Die Gedichte über Frauen, keine Männerhistografie mehr, Geschichte von Frauen über Frauen. Und zwar wird die Geschichte komprimiert auf einen Augenblick. Und dann habe ich angefangen, Daten zu sammeln von Frauen, von Männern. Und dann ging es von Daten zu Bildern. Das war mein erstes Bild. Das ist die Mildred Fish Harnack, eine Amerikanerin. Die wurde dann in Berlin am 16. Februar 1943 hingerichtet. Und in ihrer Todeszelle noch hat sie ein Gedicht übersetzt von Goethe, das Vermächtnis. Und da gibt es diesen Satz, he can make permanent the fleeting moment. Ja? Dass dieser Augenblick kann in die Geschichte eingehen. Und da habe ich angefangen, für jeden Tag zu suchen, ob es Personen gibt für diesen Tag. Und habe mir ausgemalt, wie diese Mildred Harnack Fish, was für ein Gedicht mit diesen Augen, mit wem hat sie gesprochen, gab es ein Liebesverhältnis, gab es nicht, und dann eine Geschichte erzählen. Und ich habe also einen riesen Fundus von Hunderten und Aberhunderten von Namen, von Daten. Zum Beispiel hier war eins ausgewählt, 8. Mai 1882. Ich nenne das die Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges, würde kein Historiker machen. Was passiert an diesem Tag? Friedrich Nietzsche küsst eine Frau, Lou Salome. Nun reden alle über Nietzsche. Lass mich mal über Lou Salome reden. Also es ist ein unhistorisches, lyrisches Projekt, das weder Lyrik ist noch Geschichte. Also unmachbar, ein Machwerk, das eigentlich nicht existenzfähig ist, aber gemacht werden muss. Und nun ist der Michael Heininger da und versucht, bildnerisch darzustellen, was ich durch die Lyrik versucht habe, wieder in Bilder umzuwandeln. Ich habe hier nicht speziell für die Gedichte etwas illustriert. Ich finde es ja gerade das Spannende daran, dass es nicht illustriert ist. Denn meistens hängt man ja furchtbar an, also ich habe sehr viele Bücher illustriert, dann hängt an Vorgaben und man fühlt sich unfrei. Und so ist es eigentlich ein Buch, was viel Freiheit euch zeigt, nicht? Die Freiheit einer Arbeit, die im anderen steht. Es geht um die Helen im Kriege und um das Dialog zwischen Mann und Frau und von 1882, an dem Tag, an dem Lou Salome sich nicht mehr erinnern kann, ob sie Nietzsche geküsst hat, bis zum 8. Mai 1945. Und da endet dieser rote Faden von der Helena, die immer wieder in den Gedichten vorkommt. Das ist das Titelbild. Die schöne Helena wurde ja im Trojanischen Krieg verschleppt, wie ich weiß, ja. Und es entbrannte ein Krieg um sie. Das ist hier das Symbol. Die schöne Helena, jetzt ist es halt ein moderner Krieg, der dazu geht. Hier haben wir die
Gewaltfantasie des Mannes, dieses Zupacken, dieses hier Angreifen. Dieses, ich weiß ja nicht, ob die Frau das will oder ob das nicht will, aber hier geht es wirklich auch um das Gewaltauftreten. Für mich war das so. Und ich wusste nichts von diesem Ganzen und sie, das ist Bild, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ein ganzes Projekt um diese Hand gebaut und es geht um die Hand in der Philosophie. Und Jean-Paul Sartre hat das nicht geschrieben, da gibt es 3 Seiten über die Hand als verführerisches Element. Und das Gedicht heißt Die Hand von Simone de Beauvoir. Also es geht nicht um Sartre, wie immer. Nein, es geht um Simone de Beauvoir. Und da gibt es tatsächlich ein Bild von der Simone de Beauvoir in einem Badezimmer, nackt, und man sieht sie genauso wie hier. Perfekt. Hier war ich in Pergamon und da ist eine Kopie, eine sehr seltsame Kopie. Das nennt man die Berliner Tänzerin. Die steht meistens im Keller. Kommt man nicht zu sehen, weil es nicht das Bild widerspiegelt, das wir haben wollen von den Griechen. Die edle Einfalt, die stille Größe. Die Tänzerin, Marmor, römische Kopie, wahrscheinlich 2. Jahrhundert. Ich sah sie in Pergamon und dann später im Reinhardts. Eine junge Frau. Tanzend, sich immerfort drehend, trunken vom Drehen. Ihr Kleid ist verrutscht und man sieht ihre rechte weiße Brust. Wer ist sie? Jede Bewegung ist ein Wort und jedes Wort ist eine Welt. Es gibt ein jüdisches Sprichwort, das heißt, jedes Leben, das gerettet wird, rettet eine Welt. Und ich bin auf der Suche nach diesen neuen Welten, die eigentlich alte Welten sind und die man in Bildern findet. Ja, und die Idee war dann, dass das eben ein Festhalten von einem Etwas ist, das man vielleicht nur noch durch diesen Ort machen kann. Dieser Ort ist für mich ein Ort des Festhaltens an etwas und ich hätte es auch nicht gemacht, wenn es diesen Ort nicht gegeben hätte. Also es soll eine Manufaktur sein, es soll gesetzt werden, es soll unter Künstlern entstehen, umgeben nicht von Windows 7, sondern von Lettern und Bleigeruch und Druckerschwärze. Es wird also ein Kunstprodukt. Es ist ein Unterschied. Man kann natürlich alles im Offset wunderbar drucken. Es gibt keine paar. Aber im Buchdruck gibt es eine Feinheit des Spürbaren. Und das, glaube ich, brauchte er für seine Gedichte. Und deswegen hat er sich mit mir da in Verbindung gesetzt, um das dann in dieser Form zu machen. Diese Druckerei hat ja auch eine etwas negative Geschichte. Hier wurden in diesen Räumlichkeiten die ersten Pamphlete von Adolf Hitler gedruckt. Jetzt sind Sie überrascht, dass ich Ihnen das sage. Der Inhaber dieser Druckerei war Parteiglied Nummer 3. Ich habe das ja nachträglich erst erfahren. Ich bin ja in diese Räumlichkeiten 1972 reingekommen, fand das wunderbar. Und dann habe ich diese Geschichte erfahren. Und dann habe ich eigentlich gesagt, ich muss mich trennen. Ich darf hier eigentlich nichts machen. War schwierig. Und dann habe ich aber mir doch gesagt, ich habe ja mit den alten Maschinen nichts zu tun, ich habe mit den Methodiken nichts zu tun, aber ich habe sehr viele Elemente von Waffen-SS, Adduktion der Handsetzerei, die habe ich gefunden. Das war halt eben ein kleiner Verbrecher, der diese Druckerei geführt hat. Jetzt die Zeile ausgestoßen. Die Tänzerin ist in seitenverkehrter Schrift zu lesen.
jetzt kommt hier der Andruck der Titelseite des Buches. Herr Dr. Söder. Ja, ja, sehr schön. Ja, wunderbar. Da hat man die Helena herausfordernd stehen auf den Ansturm und es ist wirklich einzigartig, auch der erste Andruck. Den ersten Bogen. Ja. Da geht es ja um Simone de Beauvoir und Sartre und man würde meinen, das ist aus der Zeit. Der Druck hat dieses Klassische. Naja, wir haben ja auch dann hier so diese Achse gehalten. Mhm. Genau. Meine Tätigkeit ist praktisch die handwerkliche. Der Inhalt der Gedichte sind ja von ihm. Ich glaube, er ist zu bescheiden, weil es geht nicht nur ums Handwerkliche bei ihm, sondern ich hatte ja ursprünglich eine bisschen andere Idee. Ich wollte das sehr postmodern machen, mit verschiedenen Lettern, die groß und klein sind. Es sollte ein Wirrwarr von Schrifttypen geben. Und dann haben wir darüber geredet und er hat dann gemeint, da fehlt Disziplin. Das Gedicht müsste eigentlich selber sprechen. Und dann dachte ich, ja, er hat recht. Wenn ich schon dieses Rückzuggebiet wähle, müsste ich auch mit dem Ausdruck eine Art von Disziplin arbeiten können. Und da haben wir immer wieder diskutiert, dass man es nicht diese verschiedenen Schrifttypen wählt, sondern dass es wirklich logisch, diszipliniert, streng, ein formales Aussehen, das eigentlich am Ende mich doch vom Pfade der Postmoderne ein bisschen abgebracht hat. Jetzt sind sie getrocknet, die Bücher. Und nun schneide ich einzeln die Exemplare heraus und hänge sie dann in den Umschlag ein. Und jetzt muss das über Nacht trocknen. Es gibt sehr verschiedene Zeitdimensionen in diesem Buch. Und dann hat man die eine Dimension, sie fängt an mit diesen Jahreszahlen, die man hier sieht, 1933 bis 1938, 1943. Und das ist eigentlich die Geschichte der Aeneas von Vergil. Hier wird sie aber bezogen auf deutsche Geschichte. Das ist also die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, aber sie beginnt nach 1982, weil es eine ganz andere Geschichte ist. Die Historiker Erotica Germanorum, als hätten die Deutschen eine Erotik. Und es ist ja immer wieder das Thema bei ihm. Dann hat man die bestimmten historischen Momente, die unten angegeben sind. Und dann hat man das extemporale Gedicht in der Mitte. Und die nächste Ebene ist dann die Zeichnung, die dann den Text in Frage stellt oder erweitert. Hier wird versucht, Geschichte zu verbinden mit Kunst. Und ich habe einen Vortrag gehalten in den USA, wo ich versucht habe zu zeigen, wie würde eine erotische Geschichte ausschauen, die sich auf das Grauen des Zweiten Weltkriegs bezieht. Also das ist in Deutschland ein Unding, aber die Amerikaner sagen, ja, zeig mal, wie würde das ausschauen. Und so kam es dazu, dass dieses Werk in München gedruckt wird, in Englisch, das in Amerika dann gelesen wird.